Was geht YouTube? Lotzmann wieder zurück aus der Welt von Fall Guys. Heute am Start mit einem neuen Kostüm, mit einem neuen Outfit. Vielleicht konntet ihr es schon erkennen am Titel. Und zwar das Pferd. Und das sieht so witzig aus und das sieht so geil aus, dass ich mir das direkt kaufen musste. Ich habe auch den perfekten passenden Hautfarben-Skin dafür, wie man sehen kann. Also alle anderen haben Arme mit, ich weiß auch nicht, das Pferd zum Beispiel mit Stahltarnung und was weiß ich nicht alles. Und wir haben die Originaltarnung drauf. Das bedeutet, wir haben den Pferdskin perfekt am Start, natürlich. So muss das sein. Wir gucken uns den mal genauer an, so von vorne. So sieht er aus. Da wurde ich erwischt, aber ich wollte die neue zeigen, deswegen egal. So, gefällt mir echt gut, weil sieht echt bescheuert aus. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang wäre die Farbe jetzt grau, würde ich das mehr als Esel zählen lassen, weil ein Pferd guckt ja nicht so bescheuert. Aber das haben die ja extra so gemacht, weil, ja, ist halt Fall Guys, alles kindlich, alles auf witzig angelehnt und deswegen. Aber es sieht schon geil aus. Ja, wir sind auf jeden Fall das Pferd und ich wurde festgehalten in der Luft. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wie ihr vielleicht seht, jetzt die allererste Aufnahme mit meiner Schwarz-Weiß-Kamera. Für Leute, die sich fragen, hä, wieso Schwarz-Weiß? Bist du traurig oder wie oder was? Nee, ich kann euch sagen, das werde ich jetzt hier in der Aufnahme sagen, in Zukunft dann nicht mehr. Das war knapp. Das wird mein neues Markenzeichen. Ich werde einfach der YouTuber, der Streamer, der immer Schwarz-Weiß streamt, also was die Kamera betrifft. Ja, habe ich mir so überlegt, ist ein cooles Ding, weil es gibt halt keinen. Ob ihr es mögt oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Ich mach's einfach, ich mag es und jetzt kann man jedem erzählen, das ist der Streamer mit der Schwarz-Weiß-Kamera. Alles klar, also Farbe funktioniert normalerweise, aber ich habe es halt ausgemacht. Alles klar. Gut, nächste Runde. Ich hoffe natürlich keine Teamspiele. Hindernisrennen, was war denn das nochmal für ein Rennen? Ja, das geht auch noch klar. Das geht auch noch klar. Schon lange nicht mehr Fall Guys gespielt, aber ich habe einfach jetzt wieder Bock gehabt, deswegen let's go, let's go, let's go, let's go. Mal gucken, ob wir uns auch den Sieg jetzt holen. Ich glaube jetzt 3 Tage, 4 Tage kein Fall Guys mehr gespielt, deswegen wir müssen uns den Sieg jetzt holen. Das ist einfach nach langer Pause, da muss einfach, das Glück muss einfach bei uns sein, Freunde. Wir kriegen das hin, vor allem mit dem neuen Pferdeskin. Juwa. Okay, das Spiel können wir nicht gewinnen. Das Spiel können wir nicht gewinnen. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, in diesem Spiel gibt es mittlerweile relativ viele Hacker. Leider, wie man sehen kann, da vorne ist auch einer. Also mittlerweile findet man auch, also ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe mir, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt 30 Videos angeguckt von anderen YouTubern und eigentlich hast du jede Runde irgend so einen Hacker. Und das ist sehr, sehr schade und ich frage mich, wie unnötig das ist, wie billig, wie scheiße muss man sein, was für Kinder müssen das sein, dass die in so einem Spiel, in so einem Kinderspiel, es nötig zu haben, zu hacken. Wenn ich das Ganze jetzt mit bei mir auf dem PC ziehe, ich weiß nicht, wie das funktioniert, mit ob PlayStation und Computer zusammenspielen kann, ich denke schon. Aber wenn ich jetzt genau überlege, wenn ich hacken würde jetzt, und ich habe das ja alles auf Steam-Accounts, und sagen wir, Valve überprüft das Spiel, oder keine Ahnung, es läuft halt über Steam, und mein Steam-Account geht dafür verloren, weil ich in dem Spiel hacke und ich werde irgendwann mal rausgeschmissen deswegen, dann verliere ich meine 900 Spiele, meine 12 Jahre, stimmt nicht, meine 9 Jahre Steam-Account, meine, keine Ahnung, 4000 Euro, die mein Steam-Account wert ist, wegen den Spielen, wegen der Errungenschaften und was weiß ich nicht alles, verliere ich alles, nur weil ich in einem Kinderspiel gehackt habe. Also, ja gut, aber man sieht ganz genau, dieser Ninja. Das Ding ist, die haben auch ein ganz, ganz großes Problem, die Entwickler. Die haben, man konnte ja die Namen ändern. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Jetzt haben die Leute in dem Spiel alle random Namen. Also wir heißen ja alle Fall Guys 2018, Fall Guys 8820. Und das ändert sich ja jede Runde. Das ist immer, per Randomizer wird das immer geändert. Das heißt, du hast immer wieder eine andere Zahl da vorne stehen. So, das heißt, der Hacker, der hat auch eine Zahl von Fall Guys 8820. Das heißt, wenn ich den reporten sollte, ja, zum Beispiel Fall Guys 1100 hackt. Nächste Runde ist es aber ein anderer, nächste Runde ist es wieder ein anderer. Das heißt, du könntest diese Person nicht mal reporten. Das müsstest du nach IP machen. Und das ist dann bei, ich weiß nicht, wie viele Leute das spielen, fast unmöglich herauszufinden, wer dann da hackt als
Ja, damit man den halt wegsperren kann. Also der hat jetzt, der heißt Fall Guys 1968 und nächste Runde heißt er halt anders. Ich weiß halt nicht, du kannst halt nicht auf den Drücken und Profilanzeigen gar nichts machen. Das, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein Hacker-Sauerei. Also wir brauchen die Runde rein, natürlich gar nicht weiterspielen, weil wir wissen, wir haben schon verloren. Aber gut, für die Punkte können wir alles machen. Also das ist sehr schade, dass es Hacker gibt in dem Spiel. Jetzt muss ich hier hoffen, dass wir den Hacker im Team haben, sonst ist die Runde schon vorbei. Nein, sieht aus, als wäre der Hacker im Gegnerteam, weil ich sehe mein Pferdeskin und ich sehe ja den Ninja und der Ninja ist im goldenen Team. Und war da vorne in der Ecke, ist er. Deswegen, der wird das jetzt ganz schnell, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er hier hacken kann. Ja, kann er, wie man sehen kann. Das ist, ja. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ihr könnt es ja sehen. Ja, keine Ahnung. Speed Hack, ich weiß nicht. Fliegen kann er wahrscheinlich auch, ist er ja vorhin. Ich, ja. Keine Ahnung, das ist einfach nur Schweinerei, finde ich das. Und das in einem. Das Ding ist halt, dass die größte Sauerei ist halt in einem Kinderspiel. Versteht ihr? In einem Call of Duty kann ich das noch verstehen. Jo, wenn man halt kein Aim hat und möchte halt ein paar Kills machen und so weiter. Oder an anderen Spielen. Könnte ich noch nachvollziehen, ja. Aber in einem Spiel wie Fall Guys, Leute. In einem Spiel wie Fall Guys. Wieso, Alter? Also da, dieser Typ, der tut mir schon leid. Also wenn du ein Spiel wie Fall Guys hacken musst, dann mein Beileid. Mein Beileid. Wenn du nicht einmal gewinnen kannst, null Spaß hast, dass du hier hacken musst. Aber gut, das ist mittlerweile auch einfach, ich sag mal, die Gesellschaft. Das ist einfach die, ich nenne sie jetzt einfach mal die Jugend von heute. Das ist halt einfach in jedem Spiel hacken, Beziehungen mit 12 haben, Kinderkriegen mit 12. Ja, das ist halt alles ein bisschen anders da. Braucht man sich gar nicht drüber aufregen. Das ist mittlerweile normal geworden, die Scheiße. Ist natürlich halt einfach, genau. Jetzt macht er auch noch Tore fürs andere Team. Okay. Kann seine Hacks anscheinend nicht mal kontrollieren. Was ein Loop. Aber guck mal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht. Ja, moin. Die Eule schießt einfach in unsere Richtung. Danke dafür. Ich finde, so schlecht stehen wir dafür gar nicht da, ne? Dafür, dass der Typ hackt, ist der ganz schön schlecht. Jetzt ganz im Ernst. Der ist ganz schön schlecht. Dafür, dass er hackt. Oh, ja, moin. Du scheiß Eule, warum pfefferst du den rein, Alter? Digga. Jedes sieht ihn hacken und man kann nichts dagegen tun. Gar nichts. Man kann ihn ja auch nicht mal reporten. Man sieht ja nicht mal den Namen. Wisst ihr, wenn da jetzt stehen würde, Lord Strawberry, wüsste jeder, ey, der Typ mit dem Steam-Account Lord Strawberry den Namen, das sind dann, ich weiß nicht, zum Beispiel, bei mir gibt es jetzt nur 3 Nutzer oder sowas, aber zum Beispiel, einfach als Beispiel, da gibt es dann 4000 User, dann kann man die 4000 User überprüfen, wer davon Hacks benutzt und kann man dann den richtigen herausfinden und bannen. Aber wenn man bei Fall Guy 1900, was weiß ich was, herausfinden muss, wer das ist, dann bei 20 Millionen IPs, ja moin, da suchst du dich tot, Alter. Deswegen können die nicht einfach auch diese Hacker so ganz leicht bannen, das ist dann auch wieder voll viel Arbeit. Ja gut, ist halt schade, ne? Aber deswegen ist das Spiel auch ein bisschen, naja, unspielbar, will ich nicht sagen, weil du kannst ja immer noch spielen, nur du kannst halt nicht mehr gewinnen, weil sobald du einen Hacker hast, ist das Spiel halt vorbei. Das haben wir leider verloren. Was soll man machen? Wir wissen alle, wer am Ende gewinnt, das Spiel, und zwar Folge 1968. Ich würde einfach mal sagen, bevor wir die Folge beenden, wir gucken uns das nächste Spiel nochmal an und gucken dann dem Hacker einmal zu. Und ja, gucken wir mal, was der jetzt so macht, was die nächste Runde so sagt. Weil jetzt noch eine Runde spielen werde ich nicht, weil ich schätze, die nächste Runde wird auch wieder ein Hacker dabei sein. Ja, wie gesagt, schade, ich will gar nicht mich darüber so aufregen. Ah, Bergspitze, das Finale. Geht sogar relativ schnell normalerweise, weil er halt springen kann, fliegen kann, nach vorne rennen kann, wie auch immer. Das heißt, wird ein relativ schnelles Ende. Ist ja ganz gut, sind wir dann fast bei 10 Minuten. Also ich strecke das nicht auf 10 Minuten oder sowas. Ich habe das nicht nötig, beziehungsweise mache ich eh keine Werbung an. Mal gucken, gucken wir uns den mal an hier, wie er hier... Okay, wird festgehalten. Oh, ein Sprung. Oh, habt ihr gesehen? Ah, ja. Ah, ja. Okay, ja, alles klar. Genau, Digga. Ja. Schaffst du das überhaupt? Ganz knapp. Das war knapp. Hartes Battle. Er hat es ganz knapp geschafft. Warum macht man das? Es tut mir leid, ich verstehe das nicht. Ich find's eigentlich nur lächerlich, also dass der Typ sich nicht schämt irgendwie. Also ich würde mich total schämen, wenn ich in einem Spiel wie Fall Guys hacken müsste. Ist ja schon peinlich. Naja, egal. Wir gucken nochmal, was da im Shop los ist. Ja, damit ich euch das mal zeigen kann. Für die Leute, die es gerade interessiert. So, im Shop, genau, ich wollte mir noch gerne einen Farbverlauf holen. Ich glaube, hier war das, genau. Kann man jetzt nicht sehen, ich habe das Kostüm an. Das Pferd habe ich mir gekauft, nur mal so als Info. Das Pferd kostet eine Krone. Also jedes Teil eine Krone, das heißt beide zusammen nur 2 Kronen. Ist relativ billig, nur zur Info. Und
Ja, ich glaube, mehr wollte ich nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Wiederschauen und reingehauen.